Moin moin, liebe Leute, mein Name ist Struppi Rollin. Ihr habt doch mit Sicherheit alle Mann das spannende Match gesehen, Goldberg gegen Lesnar. Wenn ihr meine Reaktion dazu sehen wollt, dann bleibt dran. Wer ist der Böse? Warum kann ich ihm leiden? Und ich mag normalerweise nur die Guten. Der war nicht so gut. Ich glaube, ich werde alle. Alter. Den will ich auch nicht nachts begegnen. Nee. Two-time world champion Goldberg set to take on this man, Brock Lesnar, in a mega match. I know it's a feel-good story, the return of Goldberg, the icon, but how on earth can anyone bet against the beast, Brock Lesnar? Four-time world champion, 2002 King of the Ring, 2003 Royal Rumble winner. Listen to this capacity crowd chanting Goldberg. All it's going to do is incense the beast. Brock Lesnar not only incensed but obsessed with removing the one blemish on his record. That loss 12 years ago to Goldberg. Ah, Mr. German Suplex. Was war der Rekord? 16? 16. Gegen John Cena. Das Match. Oh, der arme Cena. Goldberg. Ja, da weiß man direkt schon, wer der Favorit ist von den ganzen Fans. Das hört man direkt schon auf Albrunnen. Alter, hey, hey. Hey, peace, peace, Frieden, okay? Der ist böse. Hätte er jetzt seinen Bart gefärbt, da hätte man nicht gedacht, dass er einen Tag gealtert ist. Ach, das Graue steht ihm irgendwie, ich weiß auch nicht. Jetzt in diesem Moment darf ihm keiner doof kommen. Nee. Alter, der war cool, okay? Ich weiß, der hat dich mal beleidigt, aber das siehst du doch drüber hinweg, oder? Ja, wahrscheinlich so. Da hört man, sie sind alle auf seiner Seite. Two men who have competitive fire entrenched in their DNA. And Goldberg, definitely not afraid of Brock Lesnar. Everybody else in the world may be afraid of Brock. Goldberg is not one of those men. Ja, es gibt viele Leute, die haben Angst vor Lesnar, aber Goldberg ist keiner von denen.
Das merkt man gerade noch. Das ist glaube ich eher andersrum in diesem Moment. Ich glaube, Goldberg hat einen Brock Lesnar hat einfach ihn. Aha. Hey, das war cool. Das war noch besser. Lesnar, irgendwas sagt mir, dass der German Suplex, den du irgendwann noch machen wirst, nicht sehr viel bringen wird. Alter! Mach mal Pause! Aber es heißt wie Frittenfett. Heißt wie Frittenfett. Hau ab, hau ab, hau! Au! Mann, da tut doch einem der Rücken weh. Spätestens jetzt sollst du mal eher aus dem Ring rauskullern. Rauskullern, kullern, 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 raus. Dafür ist er zu angeschlagen inzwischen. Okay, das, ich glaube, das war Plan B schon bei dir. Kann das sein, Lesnar? Oh. Okay, jetzt ist er blau. Da ist es vorbei. Alter, was ist der? Ja, Lesnar, groß das Maul aufreißen, aber dann nichts bieten können. Eine Attacke hat er gemacht. Eine. Ja, das ist schon mal etwas, ne? Wenig, aber etwas. Alter, ist das ein Tier. Ist das ein Tier? Nein, dir will ich nicht nachts begegnen. Das sieht man wieder, es gibt immer einen Starken, aber es gibt immer jemanden, der stärker ist am Ende. Jetzt hat er doof gegrinst über diese eine Attacke. Grinst der doof nur und macht weiter. Und das hätte er lassen sollen, er hätte nicht aufstehen dürfen. Dann kam die schöne zweite. Er mag ein bisschen gealtert sein, aber er ist immer noch ein Tier. Oh, die Familie von ihm, oder was? Ja. Deswegen ist er ja angetreten, weil er wollte, dass sein Sohn ihn wrestlen sieht. Wenigstens einmal. Er hat ihn noch nie wrestlen sehen? Ne. Talent hat er. Das hat er immer noch. Ja, und er hat ihn ja noch nicht mal wrestlen sehen. Er war ja eher nur... geplättet. 1% von möglichen 100, was er da gezeigt hat. Hat er nicht dann noch immer. Lesnar, du kannst nicht aufstehen, da passiert nichts mehr. Wenn du kannst. Ich wäre eher liegen geblieben, Lesnar. Sein Sohnemann darf mit dem Ring. Goldberg Junior. Goldberg began a streak that would shock the world. Well, here we stand, November 20th, 2016, and Goldberg has shocked the world again.
Der hat seine Familie mal richtig gehört. Oh, noch irgendwelche abschließenden Worte? Lesnar, ich meine, ich versuche gerade mal irgendwas Positives zu finden. Ich finde nichts. Seine Attacke, die er am Anfang gemacht hat, da war ein Tropfen auf den heißen Stein, die hat nichts gebracht. Das war noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Du hast ihm wirklich nichts entgegensetzen können. Wie schon eben gesagt. Es gibt einen Starken. Ja. Und einen noch Stärkeren. Du warst dummerweise nur der Starke. Lesnar, Goldberg. Da hat dich in Grund und Boden gewälzt. Ja, groß die Klappe aufreißen und dann ihm nichts entgegensetzen können. Hast du viel gelernt. Nämlich gar nichts. Manchmal ist es ratsam, einfach mal die Fresse halten. Ach, das war ja wirklich mal ein beeindruckendes Match. Wenn auch nur ziemlich einseitig. Aber war geil. Ja. Goldberg nochmal in Action zu sehen, das ist geil. War kurz, aber geil. Ich hoffe sehr, dass dieses Video euch gefallen hat und ich würde mal sagen, wenn es euch wirklich so sehr gefallen hat, könnt ihr vielleicht ein Abo und vielleicht einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Vielen Dank!